die Atmung, das Atmen allein nützt einem gar nichts, wenn man nicht die richtigen geistigen Zustand, die richtige Verortung in der Struktur hat, denn man könnte sagen, der Gewissensapparat, aber es ist nicht der Gewissensapparat des Über-Ichs, es ist eine Bilanzierungsmaschine, lässt nur dann eine homöostatische Freud, Glückseligkeit, Ataraxie zu, wenn sich das Subjekt in der richtigen Seinsposition verorten vermag. Selbstverständlich zum Beispiel ist Gluck, Glück, glucksendes Glück, alles, alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit, das Primordialziel der Verwesen. Glück, Lust, Vermeidung von Schmerz ist immer jene Emotionskomplexität, die den Drittveränderungsimperativen dient, sprich die dann ausgeschüttet wird, wenn Aktionen erfolgreich vollzogen sind, die das adäquate Objekt in Aussicht stellen oder erreicht haben, oder die Produkte dieser Begegnungen zu promovieren, zu befördern, in der Lage sind, einschließlich des eigenen Produkts, siehe den Film über die Côte d'Azur. Selbst das Gegenteilige, das, was Freud im Unbehagen in der Natur, rezitiert durch Kaiser, darstellt, das Unglück, die Kultur, dieses ganze masochistische Selbstzerstörung, Selbstinfragestellungsprojekt, die Eigenschaft, nicht nur das Talent zum Unglücklichsein, die Anleitung zum Unglücklichsein, biegt in dieselben Gasse ein, denn auch dies dient den Drittimperativen, dient der Lochmangelgenerierung im Protum Pseudos, dient der Zivilisierung, der Domestizierung, der Akzentuierung dieses Lochmangelhungers, der sich aufzufüllen hat bei beiden Geschlechtern durch das vermeintlich passende Objekt klein a. Und das wird noch mehr durch die Sauberkeitserziehung, durch die Über-Ich-Disziplinierungen gepeitscht, zurechtgebogen, abgefeilt, zurechtgeschnitzt, damit das den zu bewerkstelligenden, unglücklich machenden Kulturleistungen ebenfalls als kontrapunktig zur Lust dient, Mühe, Arbeit zuvor und dann erst das Vergnügen, den Tod hinzugeben im Militarismus, genauso wie den Tod hinzugeben in den Körperersetzungsreihen. Eros und Thanatos gehören auf die eine Seite. Die Entropie ist etwas ganz anderes. Die letzten zwei Tage eben erkannt, dass es letztlich weniger um Lust oder Unlust, um Lusterreichung, um Schmerzvermeidung, um Unlustvermeidung geht, sondern dass es ums Erleben geht, ums Erleiben, um die Neuvariation. Es ist schon witzig, dass die beste aller Welten Leibnizens,
nämlich der einzig möglichen aller unmöglichen Welten, darin besteht das Ja. Alles auf diese Verunmöglichung hinaus will. Das Video vor ein paar Tagen hat gezeigt, dass dieses ganze eng geführte Programm bestimmter Gesetzlichkeiten der Affinitätsbegegnungen in der sogenannten Natur, in der Physik, in dem universalen Weltraum eng geführt wird auf die immer neue Formatierungsaberwitzigkeiten. Denn wenn die Bedingungen sich ändern, müssen eben neue Rekombinanten gefunden werden, um sich an diese neuen Bedingungen anzupassen. Und also geht es immer um die absurdeste Verunmöglichung, um die neue Sensations-Aberwitzigkeits-Formmodell-Typisierung, sprich dem Nicht-Aufhören können, der Zerstörung des Alten, der Assimilation des Alten und aus den Restbruchstücken dann neue Formatierungs-Aberwitzigkeiten zu generieren. Das ist der ganze Vorgang. Wir machen mal Pause und machen hier weiter an dieser Stelle.